Emma, willst du nicht endlich mal das Karnevalskostüm ausziehen? Ich meine, Fasching ist ja schon so lange vorbei. Vampir, Vampir! Ach du Sophia, ich kann mich gar nicht entscheiden, du. Das pinke Kleid oder das goldene Kleid? Ach, ich weiß das doch auch nicht. Aber die gefallen mir beide irgendwie ziemlich gut. Also Mama, ich weiß auch nicht. Vielleicht das goldene oder vielleicht doch lieber das pinke? Ach, das ist wirklich schwer. Ich meine, für die Oper würde vielleicht eher das goldene passen. Ach, ich kann mich nicht entscheiden, du. Vielleicht doch das pinke oder das goldene. Das goldene sieht irgendwie ein bisschen eleganter aus, oder? Ich meine hier das pinke, das ist ja schon so ein bisschen hip, oder? Wie sagt man das heutzutage? Trendy oder in? Ja, also Mama, ich glaube auch. Ich finde das goldene auf jeden Fall ein bisschen eleganter. Ja, und ach, mir fällt gerade noch ein. Warte mal ganz kurz. Ich habe noch was, das würde dazu gut passen. Schau mal hier, diese wunderschöne Klatsch. Die hat hier vorne auch noch eine goldene Schnalle, die aussieht wie eine Schleife und Gold ist. Das würde doch genau zu diesem Kleid passen und ist auch elegant genug für die Oper. Ich würde sagen, du nimmst das goldene Kleid, Mama. Daran siehst du bestimmt zauberhaft aus. Ach du meine Güte, das ist ja eine wunderschöne Klatsch. Ach, die würdest du mir wirklich leihen, Sophia. Du bist ja ein Goldstück. Vielen, vielen Dank. Ach, ich werde einfach traumhaft aussehen. Natürlich leihe ich dir die, Mama. Deshalb bist du doch hier. Das wird super aussehen. Ich schaue gerade noch mal, ob ich irgendwie was anderes Passendes dazu noch habe. Vielleicht Ohrringe oder irgendwas. Ach, Quatsch, du Sophia. Du Schmuck habe ich doch genug. Ach, aber was könnte ich dazu nur kombinieren? Oh, Mama, weißt du was, was dazu super gut passen würde? Diese wunderschöne goldene Kette, die Papa dir mal zu Weihnachten geschenkt hat. Du weißt doch, die mit dem großen Stein drinne. Die sieht zauberhaft aus. Ach ja, Sophia, das ist eine gute Idee, du. Das passt bestimmt super zusammen. Super aufgepasst. Ach, Sophia, nochmal vielen Dank, dass du mir das Kleid leihst. Ich bring's dir auf jeden Fall wieder zurück, wenn ich fertig damit bin. Ich hoffe ja mal, dass mir das super stehen wird, sonst haben wir halt einfach ein Problem und ich komm nochmal. Dann musst du mir ja nochmal ein anderes Kleid leihen. Ach, Omi, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Du bist bestimmt die aller Schönste, die da rumläuft. Du bist sowieso immer die Schönste für mich. Ich hab dich so lieb, Omi. Weißt du, was mir gerade noch einfällt, Mama? Du hast auch diesen wunderschönen Pärring von deiner Schwester. Der würde auch super gut dazu passen. Und diese tollen Ohrringe, die du mir neulich geliehen hast. Du weißt doch, für die Hochzeit, diese riesen Klunker, die würden auch gut passen. Steck die auf jeden Fall noch an, das wird das Kleid nochmal aufwerten. Und wenn du hast, vielleicht noch eine alte Stola. Du wirst aussehen wie ein Hollywoodstar. Bitte, bitte mach das und schick uns ein Foto. Wir wollen unbedingt wissen, wie du aussiehst. Und Erna, hast was gefunden bei der Sophia? Das ist aber ein schönes Kleid. Das wird dir bestimmt gut stehen. Ach du Willi, ich bin ganz aufgeregt. Ich war schon ewig nicht mehr in der Oper. Oh, und die Sophia hat so gute Tipps noch gehabt, du. Den Smuck soll ich noch dran machen. Den hätte ich schon wieder ganz vergessen. Und ich habe da noch irgendwo eine Stola am Schrank. Die muss ich auch noch suchen. Ach, es wird einfach ein toller Tag. Ich freue mich so sehr, mit meinen Freundinnen in die Oper zu gehen. So, und jetzt muss ich mich fertig machen. Ich komme sonst noch zu spät. Das wollen wir doch nicht. Das ist so ein schönes Kleid. Ach, ich darf es auf keinen Fall kaputt machen. Das wäre wirklich ärgerlich. So, und jetzt muss ich erstmal mich hier fertig machen. Ach, und als allererstes muss ich diese Kontaktlinsen reinmachen. Ach, das hasse ich immer wie die Pest. Das juckt immer so. Aber mit Brille kann ich mich da nicht blicken lassen. Heute ist da ein besonderer Tag, da muss man sich richtig rausputzen. Ach, du meine Güte, du, ist das alles fitzelig hier. So, dann machen wir mal. Ach, das brennt immer so. Ach, ich hasse diese Kontaktlinsen. Aber das sieht einfach besser aus heute ohne Brille. So, da hat die Sophia gesagt, soll ich eine Stola umwerfen? Habe ich gemacht. Ach Mensch, ich glaube, ich sehe echt aus wie so ein Hollywood-Star. Ach, ich bin so aufgeregt heute. Jetzt fehlt nur noch der ganze Smuck und der Klimbim und dann kann halt auch bald schon losgehen. Ach, das wird super. Nanu, was ist hier denn los? Wo ist denn mein Schmuck hin? Das gibt's doch gar nicht. Den habe ich doch hier reingelegt, als ich Sophia die Ohrringe geliehen habe. Bin ich mir ganz sicher. Und das Armband. Nanu, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das alles hin hier? Das ist ja mal wirklich merkwürdig. Das kann doch gar nicht sein. Den stecke ich doch immer hier rein, den Smuck, in dieses kleine Fach hier. Och, du meine Güte. Habe ich den denn hingetan? Oder hat Willi den wieder irgendwo hingelegt? Ach, ich habe ihn doch Sophia geliehen. Hat sie den wieder nicht wiedergebracht? Das hätte sie doch mal ihm sagen können. Och, du, Erna, ich weiß auch nicht, wo dein Schmuck ist. Der liegt doch immer da in der Schublade. Hast du doch mal ganz genau geguckt, auch hinten im Fach? Ja, Willi, hab alles abgesucht. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe da neulich Sophia geliehen. Und ich glaube, ich habe ihr die ganze Kiste gebracht. Beziehungsweise alles, was da drin war. Ach, auch den Ring von meiner Schwester. Den würde ich doch eigentlich nicht so gern verleihen. Aber
Ja, ich glaube, das liegt bei Sophia noch. Das habe ich alles rübergebracht. Und ich glaube, sie hat es mir nicht wiedergebracht. Kannst du da mal eben rüberlaufen, Willi? Ich muss mich jetzt hier weiter fertig machen. Ich muss da bald los. Ach, Erna, das hat Sophia bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Weißt du was, ich gehe ihm schnell rüber und sage ihr, dass sie mir mal eben den Schmuck geben soll, damit du dich weiter fertig machen kannst. Ach, Willi, du bist einfach der Beste. Ja, das wird die Sophia schon nicht mit Absicht gemacht haben. Die hat ja auch immer so viel zu tun im Kopf. Hat sie bestimmt gerade vergessen. Na gut, dann mache ich mal eben weiter meine Haare und dann gehst du mal eben rüber zu der Sophia, ja? Moin, Papa. Na, was machst du denn hier? Schön, dich zu sehen. Kann ich irgendwas für dich tun oder wolltest du uns einfach nur besuchen? Ach nee, du, deine Mutti macht sich gerade fertig. Und sie sagt, du hast ja irgendwelchen Schmuck von ihr. Den sollst du ihr bitte wiedergeben. Hättest du auch mal eher drauf kommen können, soll ich dir auch sagen. Sie war doch vorhin hier. Schmuck? Was für ein Schmuck? Sie hat mir zwar Schmuck geliehen, aber den habe ich ihr doch wiedergegeben, oder? Ich bin mir eigentlich super sicher, den habe ich ihr wiedergegeben, noch am gleichen Tag. Nein, sie sagt, dass du den noch hast. Sophia, geh doch bitte mal gucken. Sie macht mich ganz wuschelig. Du weißt doch, der Ring von ihrer verstorbenen Schwester, da hängt sie doch so dran. Ich bin mir super sicher, dass ich ihr das wiedergebracht habe, aber ich guck einfach nochmal eben, ja? Aber ich bin mir so hundertprozentig sicher, habe ich ihr am gleichen Tag gebracht, den ganzen Schmuck. Sie hatte mir alles hier hingelegt. Und da ich weiß, wie sehr sie an dem Schmuck hängt, habe ich ihr das auch sofort wiedergebracht nach der Hochzeit. Ich brauchte diese auffälligen Ohrringe, aber sie hatte alles mit rübergeschleppt, was super nett war. Aber ich habe es wiedergebracht, ich bin mir sehr sicher. Aber weißt du was, ich guck trotzdem jetzt nochmal. Also Papa, hier ist gar nichts. Ich habe jetzt alles abgesucht, wo Schmuck bei uns liegt. Und hier ist der Schmuck nicht von Mama. Und ich bin mir auch zu 100% sicher. Wir hatten nämlich an dem Tag auch noch drüber geredet, dass sie mal in dem einen Ohrstecker einen Stein verloren hat. Und dass sie dann beim Juwelier war und der Juwelier meinte, dass diese Steine sehr selten sind. Aber weißt du was, ich rufe sie jetzt am besten mal an und sage ihr das selber. Nein, Mama, ich bin mir super sicher. Der Schmuck ist hier nicht. Ich habe alles abgesucht. Und denk doch mal daran, wir haben uns an dem Tag sogar noch unterhalten. Da saßen wir auf der Couch und du hast mir erzählt, wie dir mal ein Stein da rausgefallen ist. Und kannst dich daran nicht mehr erinnern? Ach doch, Sophia, stimmt jetzt, wo du es sagst. Du meine Güte, wo ist denn mein Schmuck hin? Der muss doch da in der Schublade liegen. Wo habe ich den denn hingetan? Ach, das macht mich ganz nervös. Du, der Ring von meiner Schwester, da hänge ich doch so dran. Mehr habe ich nicht von ihr. Du meine Güte, ich muss mal eben auflegen, Sophia. Ich muss mal gucken, wo ich das hingelegt habe. Das macht mich jetzt ganz raschelig. Oh je, Mama ist ganz durcheinander jetzt. Weißt du was, Papa? Wir kommen mal eben mit rüber und helfen suchen. Das muss ja irgendwo da liegen. Es kann ja nicht sein, dass der Schmuck so verschwindet. Ach, ich kann das einfach nicht glauben, dass das weg ist. Das kann doch nicht verschwunden sein, du. Schau mal, die ganze Schublade ist hier leer. Das ist wirklich hier eine Katastrophe. Mama, bitte versuch dich jetzt zu beruhigen. Wir werden das hier schon irgendwo finden. Wo legst du den Schmuck denn sonst noch hin? Also hier vorne im Schrank ist gar nichts. Och Mann, Omi, das muss doch hier irgendwo liegen. Überleg nochmal ganz scharf, wo du es hingetan hast. Vielleicht hast du es auch an einem anderen Ort einfach hingelegt aus Versehen, weil das Telefon zum Beispiel geklingelt hat oder weil der Paketfahrer kam. Genau, Mama, geh nochmal ganz tief in dich. Vielleicht liegt der Schmuck ja irgendwo anders. Hast du ihn vielleicht irgendwo anders hingetan, weil du dich unsicher gefühlt hast oder weil du vielleicht in Gedanken warst? Ach Mensch, Sophia, ich bin doch nicht verrückt. Ich tue den immer hier vorne rein, das weißt du doch. Hier vorne liegt immer mein Schmuck in dieser Schublade. Das kann doch nicht sein, dass es einfach verschwunden ist. Das kann ich nicht verstehen. Ich habe den auf jeden Fall hier reingetan. Ich bin mir super sicher. Das mache ich immer. Vielleicht ist der Schmuck ja auch hier irgendwie unters Bett gefallen, dass du nachts die Schublade aufgemacht hast und irgendwas gesucht hast. Ach, ich schau mal. Mama, bleib jetzt bitte ruhig. Wir finden den Schmuck. Der muss ja hier irgendwo sein. Hast du auch oben in der Geheimtruhe geguckt? Da, wie wir immer unsere geheimen Sachen reinstecken. Hast du es da vielleicht reingetan? Nein, Linus, das habe ich nicht. Ach, du meine Güte, mir wird ganz schlecht, du. Der Ring von meiner Schwester. Ach, was mache ich denn jetzt? Och ja, hier am Spiegelschrank ist auch nichts. Ach, die arme Erna, tut mir jetzt richtig leid. Und hier vorne, vielleicht hat sie es aus Versehen in den Wäschekorb getan. Nee, da ist auch nichts, ist nicht mal Wäsche drin. Also im Spiegelschrank konnte ich auch nichts finden. Und im Badezimmer liegt auch nichts. Ach, Opi, wir müssen das aber finden. Oma ist schon ganz traurig. Ach, wo kann das denn nur sein? Es kann ja nicht geklaut worden sein. Oder? Wie soll das denn gehen? Das hättet ihr doch gemerkt. Nee, Linus, wie soll das denn gelaufen sein, du? Das hätten wir doch gemerkt, wenn hier jemand eingebrochen wäre, oder? Du, Opi, was machst du denn da jetzt im Schrank? Da habe ich schon gesucht. Ich habe nichts gefunden, auch nicht im Sockenfach. Brauchst du gar nicht gucken, ich habe alles abgesucht. Nee, Linus, ich gucke etwas anderes. Ich glaube, Linus hat recht, wir wurden bestohlen. Das Sparbuch ist weg. Das kann doch alles nicht sein, wie ist das denn passiert? Also ich bin gerade fassungslos. Wie kann es denn sein, dass das Sparbuch aus dem Schrank verschwindet? Das muss uns ja jemand geklaut haben.
Ja, Papa, aber bist du dir ganz sicher? Du hast es bestimmt irgendwo anders hingetan. Wer soll ich denn hier beklaut haben und wann? Das hättet ihr doch gemerkt. Na, siehst du doch, Sophia, es ist doch hier alles weg. Schmuck von deiner Mutter weg und das Sparbuch weg. Ich meine, das sagt doch alles. Es ist doch komisch, dass das Sparbuch auf einmal weg ist. Und der Schmuck auch. Pistolen? Wir? Das wäre eine Katastrophe. Mein Ring von meiner Schwester. Ach du meine Güte. Du, das kann doch nicht sein, Willi. Aber wer sollte euch denn bestehlen und wann? Das verstehe ich nicht. Das ist doch total unsinnig. Wahrscheinlich habt ihr das hier irgendwo abgelegt. Das kann doch wirklich nicht sein. Das Sparbuch muss doch hier irgendwo liegen. Seid ihr euch ganz sicher, dass es hier immer in den Schrank tut? Ach, ich weiß, dass es auch hier immer liegt, aber wer soll euch denn bestehlen und wann? Das verstehe ich nicht. Das hättet ihr doch merken müssen, wenn jemand eingebrochen wäre. War die Tür offen? Ach, Omi, bitte nicht weinen. Wenn du weinst, muss ich auch weinen. Das tut mir richtig im Herzen weh. Ach, Linus, du, der schöne Ring von meiner Schwester. Doch, daran hänge ich so. Ich hab doch sonst nichts mehr von ihr. Also, ihr habt recht, das Sparbuch ist nicht hier, der Schmuck ist nicht hier. Es scheint so, als ob ihr tatsächlich beklaut worden seid. Ich frage mich gerade, wann? Na, Sophia, das kann ja nur an einem Tag gewesen sein, als wir hier Karneval gefeiert haben. Wann denn sonst? Was, bei der Faschingsparty? Da muss es ja einer der Gäste gewesen sein. Das ist ja noch schrecklicher. Och, man darf doch seine Freunde nicht bestehlen. Man darf niemanden bestehlen, Linus. Weder seinen Freunden noch seine Feinde. Och, Mensch, Anna, das tut mir so leid, aber wie es aussieht, ist es wohl weg. Ach du meine Güte, das kann ja nur auf der Party passiert sein. Was anderes fällt mir da gerade nicht ein. Ja, mir auch nicht, Papa. Am besten, würde ich sagen, rufen wir jetzt erstmal die Polizei. Das müssen wir auf jeden Fall melden. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu Playmo-Geschichten. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Die arme Oma Erna, oder? So was Gemeines, sie einfach zu bestehlen. Hier vorne verlinke ich euch nochmal ein Video. Da habe ich einen Dieb im Shoppingcenter gefangen. Das war auch richtig cool. Und dann verlinke ich euch hier vorne noch eine Playlist mit mehr Geschichten von Oma und Opa. Und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Das könnt ihr einfach tun, indem ihr hier vorne auf meinen Kopf klickt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!